Jo Leute, willkommen zurück zu Tales of Symphonia. Wir befinden uns wieder in Triad und mal schauen, was Experts noch so alles sind. Ob ich wohl auch einen verwenden könnte? Das wäre schwierig. Ohne Schutzfassung zerstören Experts den Körper. Können wir nicht eine Schutzfassung herstellen? Wie gesagt, eine Schutzfassung wird durch die Verarbeitung von Hemmerz hergestellt. In das Erz wird ein Spruch graviert, der den Expert zügelt. Das ist eine geheime Kunst, die nur den Zwergen bekannt sein soll. Ja, ich kann den Spruch gravieren, aber nur mein Paps könnte das Erz verarbeiten. Ist unter diesen Sachen zufällig etwas Hemmerz? Rain, hast du das von zu Hause mitgebracht? Natürlich, weil das sind wertvolle Forschungsmaterialien. Dies ist eine heilige Vase aus dem Balkruf-Mausoleum. Das ist ein mit Juwelen besetztes Schwert aus dem Tempel von Martell. Das hier ist eine Priesterkrone aus den Ruinen von Asgard. Das hier ist Gelberz aus den Himaminen. Was zum... Das ist doch alles Müll! Was sagst du da? Ich wollte gerade sagen, ich würde auch das blinkende rote Teil nehmen. Das ist doch... Ah, das habe ich vor der Menschenfarm gefunden. Es hat eine Gravur in der Sprache der Engel, daher habe ich es mitgenommen. Professor, das ist eine Schutzfassung. Die Gravur ist schon ziemlich abgenutzt, so kann man sie nicht verwenden. Das bringe ich in Ordnung. Keine Sorge, Professor Rain. Morgen können Sie Ihren Expert anlegen. Wirklich? Danke, Leute. Tut mir leid, dass du dir diese Arbeit machen musst, aber ich weiß es wirklich zu schätzen. Okay, fertig. Jetzt bringe ich Sie Professor Rain. Wenn du fertig bist, solltest du zusehen, dass du ein bisschen Schlaf kriegst. Ich weiß. Okay. Kein Gespräch offensichtlich. Da nicht. Das ist das Zimmer von Rain und Genius. Lieber nicht. Gehen wir mal zu Colette. Are you asleep? Schläfst du schon? Lloyd. Lloyd? Huh? Wie? I'm sorry that father, grandmother and I. Das Vater. Vater, Großmutter und ich die Verbannung nicht verhindern konnten. You dork. Dummerchen, it's not your fault, das so ist you doch nicht deine worry Schuld, also mach dir bitte keine Sorgen mehr. Besides, außerdem bin ich der Grund dafür, dass das Dorf zerstört wurde. Um Marvels Willen und im Gedenken an die Dorfbewohner, die getötet wurden, werde ich mein Bestes geben, die Welt zu erneuern. Yeah. Ja, es tut mir leid, dass ich dich aufgeweckt habe. No, it's okay. Nein, das ist schon in Ordnung. Gute Nacht. Thanks. Danke. I'm gonna do my best. Ich werde you auch too, für Lloyd. Dich mein Bestes geben, Lloyd. So. Jetzt gehen wir rein. Professor, you're still awake. Professor, Sie sind ja noch wach. Yes, I've been organizing the data we collected about monsters. Die wir über die Monster gesammelt haben, geordnet. And what are you doing up at this hour? Und wann bist du zu so später Stunde noch wach? I was fixing your key crest. Ich habe an Ihrer Schutzfassung gearbeitet. Thank you. Dankeschön. Aber du solltest dich nicht zu sehr verausgaben. It's going to be a long journey after all. Es wird eine lange Reise und da hätte die Reparatur auch noch Zeit gehabt. So are you saying that it's okay also ist es in Ordnung, wenn Genius und ich mit auf die Reise gehen? Wasn't that your intent from the beginning? Hattest du das nicht von Anfang an geplant? Mach mir nichts vor. Oh, hat er. I fixed the key crest. Ach ja, so here. Die Schutzfassung ist fertig. Hier, für Sie. You fixed it already? Du bist schon fertig damit? Thank you, Lloyd. Dankeschön, Lloyd. So this is an X-Sphere. Das ist also ein X-Sphere. Danke, Genius, er soll Ihnen zeigen, wie er funktioniert. Okay. Professor, es tut mir leid. Was denn? Ich habe Genius in diese Sache hineingezogen. Oh, das. Die Dinge haben sich so entwickelt, weil ich versucht habe, jemanden von der Farm zu retten, ohne darüber nachzudenken, welche Folgen das haben könnte. Bereust du es? Ich weiß es nicht.
Zu jener Zeit konnte ich das Leid von meinen Augen einfach nicht ignorieren. Was du getan hast, war zwar moralisch richtig, aber gegen das Gesetz. Du kannst es nicht ändern, was geschehen ist. Aber du kannst ändern, was geschehen wird. Dich selbst ändern. Und die Welt um dich herum. Ja, ich glaube, sie haben recht. Ziemlich beeindruckendes Schnarchen. Die Nase zu halten. Boah. Dumme Jungs. Okay. Na, ich geh dann mal. Gute Nacht, Professor. Danke, Lloyd. Schlaf gut. Das ist also eine Echse. Wundervoll. Mein Schatz. Oh, Kratos. Wo geht er um diese Zeit noch hin? Ich sollte ihm folgen. Ja, logisch gehe ich ihm nach. Wow. Wow. Lloyd. Lloyd. I'm sorry. Entschuldige, wenn ich dich erschreckt habe. Startled. Erschreckt ist nicht das richtige Wort. Du solltest dich besser nicht von hinten anschleichen. I won't. Das werde ich bestimmt nicht wieder machen. Do you like animals? Magst du Tiere? No, nein, nicht besonders. Well, Noah seems to be quite comfortable. Noah scheint sich bei dir aber wohl zu fühlen. Like er mag eigentlich keine Fremden. I once had a ich hatte pet auch mal ein Tier vor langer Zeit. Really? Wirklich? Lloyd. Lloyd? Was? Warum starrst du mich so an? Your swordmanship is deine Schwertkunst ist unrefined. Du solltest darauf achten, dich besser zu schützen. If you care about your life. Wenn dir dein Leben lieb ist. Just because he's a nur weil er ein bisschen besser ist als ich, meint er, er würde, wüsste alles. Well, nun, a lot er ist sehr viel besser als ich. Mist. Ja, ist leider so. Wir gehen mal nach draußen. Und spreche mal schnell hier ab. So. Und dann gehen wir mal zu denen. Grummel, grummel, grummel. Wir können endlich gehen und das Siegel brechen. Ich werde mein Bestes geben. Das Siegel, von dem Remy gesprochen hat, befindet sich in den Ruinen von Triad, südwestlich von hier. Cool, sehen wir uns das mal an. Wie lange deine Begeisterung voran anhält? Lange. Jawohl, du wirst schon sehen. Oh, mir fällt gerade etwas ein. Ich möchte dir gerne das hier geben. Erhalten Monsterliste. Sehr schön. Zum Schutz der Auserwählten ist es wichtig, Informationen über unsere Feinde zu sammeln. Ich soll das tun? Ich werde dir helfen. Tu einfach als sein als Hausaufgaben. Ah. Wir sollten aufbrechen. Rain hat sich der Gruppe angeschlossen. Sehr schön. Aber soweit ich weiß, können sowieso nur 4 am Kampf teilnehmen. Okay. Ich werde jetzt mal gucken, ob er mir sagen kann, wie viele Grad ich habe. Ah, 36 Grad habe ich im Moment. Und 50 bräuchte ich für ein Level 1er. Okay. Reise zur Rettung der Welt. Wenn man von der Auserwählten absieht, wirkt unsere Gruppe nicht so, als sie vertraut Leute. Und Jean ist immer noch nicht. Sie sind viel zu jung, um das Schicksal der Welt zu tragen. Ich bedenke, dass sie mit der Reise überfordert sind. Ich habe Bedenken. Ich mag eine Elfe sein, aber ich bin auch bloß eine Lehrerin in einem kleinen Dorf und sie sind ein Söldner, der für Geld kämpft. Ich denke, wir sind auch nicht eben geeignet, die Welt zu retten. Meinen Sie nicht auch? Allerdings. So, ich wollte aber zu dem hier. Hey, wir haben einen Pelz mitgebracht. Oh, danke, mein Kind. Okay, ich gebe dir das. Ich bin ein Anpassungsschmied. Ich fertige einen neuen Harnisch aus dem Weichleder, das ich dir eben gegeben habe, und den Pelz, den du mitgebracht hast. Hartleder. Sehr schön.
Ja. So, und... Aha, aha. Aha. Okay. So, jetzt muss ich gucken. Hat Colette einen Chakra-Arm? Ja, hat sie. Aber ich müsste einen... Naja, ich muss eine Diskusscheibe kaufen. Na, blöd. Weil Colette müsste das Ding ja ablegen. So, und jetzt müsste das besser sein. Und hab dich. Cool. Okay. So. Davon brauche ich keinen im Moment. Danke nochmal. Bla bla bla. Auf ins Feld. So. Wo muss ich hin? Da drüben. Aber wir nehmen auf jeden Fall jetzt. So. Jawohl. Eigentlich müsste ich jetzt an den schwachen Gegnern meine Grades hochziehen. So, das müssten jetzt 38 Grades sein, die ich habe. Sehr schön. Und vor allem früher konnte, oder in anderen Spielen konnte man gucken, wie die Grades zusammengekommen sind. Jetzt müsste ich bei 40 sein. Take them down quickly. Demon Fang! Zack. Haha. Okay. Don't you guys run up? Und jawoll. That was just warming up. Sehr schön. Stand da oben gerade meine Grade? Meine Gesamtgrade? Let's get this over with. Demon Fang. Sehr schön. Haben wir auch. Nee, da stehen die Galt. Okay. Okay. Let's get started. Demon Fang. So. No way. Und get up. Zack. Just as I expected. Jo, passt. Wir sind nicht im Urlaub, okay? Die Wüste geht mir echt auf die Nerven. Willst du vielleicht ins Dorf zurückgehen? Und wie soll ich das machen? Ich wurde verbannt. Dann tu nicht so, als wärst du hier im Urlaub. Tut mir leid. Boah, voll den Anschiss kassiert, ey. Give them no quarter. Jawoll. Ich mag die Söldner.
Jawoll. Einfach auf die Deckung drauf. Sehr schön. Ja. Okay, Colette halt. So. Das da müssten wieder Skorpione und Schlangen sein. We can do it. Okay, wichtig ist, dass wir den ersten Schaden kriegen. Und den ersten Schlag kriegen. Es gibt nämlich, glaube ich, nochmal extra Great. Sind wieder Söldner. Don't let up. Oh cool, Tiger Blade. Sehr schön. Und Gerechtigkeit und Liebe siegen immer. Bäh, ich hasse dieses Sprichwort. Warum? Und nee. Moment, Tech, das ist es. Demon Fang, und zwar da soll Tiger Blade drauf. Es ist eigentlich komplett manuell. So. Ich will mal wissen, was komplett manuell ist. Don't let up. Ah, okay. Er läuft nicht mehr von alleine. I cannot die until I fulfill my duty. Er läuft nicht mehr alleine auf den Gegner zu. Und ich kann springen, einfach so aus dem Stand. Let's get started. Take this. Windblade. Out of my sight. Get him. All right. Windblade. Okay. No way. Take this. First aid. Okay. Session. Just as I expected. Aber ich glaube zum Great Farm ist es besser, das Semi-Manuell zu machen. You're going down. Demon Fang. Don't overdo it. Und komm her. Boah, voll geraped, ey. There. Okay, so langsam gehen die wieder weniger. Gehen wir mal nach Triad rein und gucken mal, was wir dafür jetzt kriegen. So. Und zwar. Ja. Level 1, bitteschön. Okay. Okay. Erhöht Verteidigung, vermindert Schäden durch physische Angriffe. Okay. Drücken von verhöhen. Okay. Genau. Erhöht Genauigkeit und den Schaden physischer Angriffe bei Gegnern mit geringem Fluchtwert. Nee, ich würde Widerstand nehmen. Ich würde halt wirklich Widerstand nehmen. So. Also inzwischen er Rainer T, ich Rainer S. Okay. Gut. Kann man mal machen. So. Ich würde sagen,
Einmal gucken. Let's go all out. Jawoll. Aus der Luft. Und erledigt. Und wie viel Grade? Lloyd eignet sich Verbund-Air-Fähigkeit an. Was? Er erhöht Schaden bei abwehrenden Gegnern. Okay. Also mit anderen Worten, das ist jetzt auch noch mal verbessert worden. Okay, cool. Finde ich gut. Sehr schön. Aber ich würde sagen, wir machen weiter in der nächsten Folge. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Wir vermöbeln jetzt noch hier eine Schlange und einen Skorpion. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut's rein. Bis dahin. Ciao, ciao.